Ja, halli hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Bless Unleashed, meine Lieben. Hier am Dienstag in der neuen Woche, also in der ersten richtigen Woche im neuen Jahr 22. Was machen wir in der Folge? Ja, ganz einfach. Also was machen wir in der Folge? Das ist doch ganz einfach, Leute. Wir werden weiter liefern. Und zwar bei den Adel-Händlern. Wo sollten da die Saphira sein? 5? Verlorener Halsschmuck. Ich möchte aber dessen Vierer-Punkt machen. Oh, Leute! Dahin. Da drüben ist nämlich glänzende Schuppen für Adel-Händler. Besorge glänzende Schuppen. Dann werde ich das einmal machen. Und dann werde ich auf jeden Fall schon mal weitere Questen machen. Ehe wir irgendwann einmal mit der Hauptqueste weitermachen. Finde ich cool. Denn ich möchte nämlich Erfahrung sammeln. Ja, das auch, aber ich möchte nämlich die Ding machen, die einen besseren Ruf. Wieder einen besseren Ruf quasi. Ja. Holen. Einfach auch von den Adel-Händlern. Ja, also was ich auch zu sagen habe, ist, ich glaube das Spiel, also ich glaube unter 300 Folgen wird es nicht sein. Denn es gibt wirklich so dermaßen viel zu machen bei diesem Spiel. Weil ich habe mir überlegt, es wird zukünftig dann sicher auch viel mehr Arena geben bei mir. Und vielleicht sogar noch einer Gilde beitreten oder irgendwas halt. Ja. Die Clarisse schon wieder. Nö, nö, Clarisse, weg mit dir. Da ist eine Truhe. Also es wird so viel noch zu machen geben, Leute, in diesem Spiel, dass ich einfach nicht glaube, dass es bald vorbei sein wird. Da ist eine Truhe, Leute. Na bitte. Jawohl. Und ein Taschenstück mehr. Ha, eins von vier wieder. So, dann kann ich darüber marschieren, weil da soll ich nämlich... Da drinnen ist nämlich so Schlangen da drüben. Ah. Ich schwimme. Was ist denn da? Ah, ist wieder so ein Schabiki-Dorf. Ja, das sind so Schlangen. Und ich brauche nämlich die glänzende Schuppen von solchen Schlangenbiestern. Schon wieder so ein Feenwinterknoll. Anaconda. Zum Beispiel, da haben wir mal eine Anaconda. Ich werde aber diesen Feen-Ding da machen. Ja, der stört mich nämlich da jetzt. Aber der wird wahrscheinlich eh nachher wieder spawnen. Der ist einmal hinüber und ich hole mir da eine Beute. Na? So, Dschungel-Anaconda, du bist die ich brauche. Oh, ein Bossgegner, also so ähnlich, ja. Also der hat einiges an Leben. Anaconda! Die spuckt mit irgendwas oder was? Natürlich mit Gift, ne? Ja, die hat aber nicht einiges an Leben, also die ist wirklich stark, die sind ja gut, das ist eine Stufe 20. Eine Stufe 20 Viech. Fertig. Beute, jawohl! Verblichener Beinschutz. Und ich habe einen neuen Beinschutz. Ah, Schuppen habe ich nicht gekriegt. Aha. Jetzt habe ich diesen starken Gegner da besiegt und krieg einfach keine Schuppe von dem. Bist du? Dich mag ich nicht. Du bist aber eh so lang. Wow. Du kannst ja eigentlich ganz schön schnell sein, wenn du willst. So, weg mit dir. Hier will ich aber eine Schuppe haben. Ich brauche 6 Schuppen, Leute. So. Ja, ich werde eine Bombe nach dir werfen. Wow. Zam. Wahnsinn, wie viel das abgezogen hat, diese Bombe. So, Leute! Zack, der ist hinüber. Kriegt von dir eine Schuppe? Jawohl. Habe ich. Hä? Faseriges Fleischstück. Schließen. Nö, will ich nicht. Ja, ich bin voll, Leute.
kann ja nicht sein. Also da bekommt man, wirklich so schnell die Taschen voll. Ja, ich brauche eh nur diese Schuppen. Die stecken sich, glaube ich, eh. Mit dir, du Viech. Das ist Stärke 20. So, du explodierst und bist eh tot, hoffe ich. Wahnsinn. Boah, das hat viel abgezogen, Leute. Glänzende Schuppen erhalten. Faseriges Fleischstück will ich jetzt eh nicht haben. So, zwei. Das sind weitere Dschungel-Anacondas. Die brauche ich. Ja, ich muss unbedingt meine Taschen wieder leeren, Leute. Das geht einmal gar nicht. Ja, die Lieferung ist hart. Also die Sache wieder nicht gut zu bekommen. So, zack. Und eine Bombe. Feuerbombe. Und explodieren. Zack. Ja, ich bin schon eigentlich richtig stark. Also wenn man so bedenkt, 20er Level, also Stufe 20er. Und ich grille die wirklich. Ich vernichte die einfach so. Das glänzende Schuppe. Nö, ich kann mir das nicht mehr aufnehmen, dieses faserige Fleischstück. Bin schon wieder voll. Ich bin voll, Leute. So, weiter. Da geht's einmal weiter, ne? Dschungel-Anaconda, Feenwinter-Draco, aber die sind eh nicht böse. Ich will dich haben, Anaconda. Drei Stück brauche ich nur noch. Boah, Leute. Wahnsinn. Ich bin richtig stark. Und explodiere. Zack. Zieht wirklich ordentlich viel ab. Ja, von ihr habe ich keine, nichts bekommen. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe, ich bin Arzt. Komm ins Wasser, ich schwimme euch weg. Ah, du kannst nicht ins Wasser, weil du hast Angst, du Feigling. Ah, Leute. Wie gerne würde ich jetzt meine Taschen leer haben. Oh. Dann machen wir da drüben weiter. Das sind da noch welche. Habe ich entnommen. Servus, Schlange. Du bist einfach schwach. Du hast nichts drauf. Ja, weg mit dir. Du bist Abschaum. Ich brauche noch drei ganze. Wahnsinn, so viele Schuppen. Glänzende Schuppen, nö, Lederstück kann ich nicht mehr nehmen. Das habe ich mich erschreckt, Leute. Weg da. So, du bist hinüber demnächst. Ja, 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 komm, komm, komm. Oh, jetzt hat er mir aber noch was abgezogen. Glänzende Schuppen. Nur noch eine einzige. Nö, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ah, Leute. Hätte ich vorher schauen sollen, aber das. Ja, das ist. Da bekommt man wirklich sehr schnell
die Tasche voll, Leute. Ich gehe mal da rauf. Da unten ist mir zu gefährlich und zu eng, ehrlich jetzt. So, gibst du mir bitte die letzte Schuppe? Das wäre lieb. Danke. Also, falls du es vielleicht gehört hast oder so, ich brauche glänzende Schuppen für die Händler in dem einen Dorf dort. Damit ich besseren Ruf bekomme. Zack. Anaconda. Riesenschlangen. So. Jawohl, fertig. Geh zur Arisel. Gut, tschüss. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Tschüss, Leute. War mir eine Freude bei euch. So. Nein, war mir eigentlich keine Freude, aber egal. Da ist irgendwo... Da ist ein Schatten mitgedorfen. Da habe ich wahrscheinlich schon freigeschaltet. Irgendwie will ich darüber. Mal schauen. Nö, ich gehe zurück. Durchgedrehter Wassergeist. Ah, Supi. Die heißen Supi. Der heißt Supi. Da drüben hat es auch eine Supi gegeben. Die heißen alle Supis. Was? Na? Hallo? Was ist da los? Warum bin ich gerade gehackt? Verstehe ich jetzt nicht. Schabikidorf, ja, habe ich entdeckt. Ein Schabikidorf, ein neues. Na bitte. Da gibt es aber keinen Teleporter bei euch, oder? Ja, wurscht jetzt. So, ich marschiere zurück. Ja, die ganzen... Oh, das sind die Wassergeister. Hallöchen. Was ist denn das hier? Spezialhändler der Hüterunion. Was ist das? Mitglied der Hüter. Was ist das? Unionshändlerin. Ihr habt da auch keinen Teleporterpunkt, oder? Nö. Macht ja nichts. Na, marschiere ich einmal zurück. Ja, das war schön. Ich muss zurück. Ja, ich will jetzt zu einem Teleporter gehen. So, wer ist denn da? Was ist denn da hinten? Das ist sicher wieder der Aiden. Ja, natürlich ist das der Aiden. Der Landstreicher. Nö. Jetzt nicht, Aiden. Ich mach dich noch. Ich weiß, ich meine dich nicht, aber ich komme noch zu dir. Ja, aber jetzt einmal nicht. Jetzt möchte ich einmal zu einem Teleporterpunkt, damit ich mir ein bisschen Geld spare beim Reisen. Also glänzende Schuppen für Adel Händler. Genau. Adel heißt die. Ich vergiss das jedes Mal. Also da ist ein Teleporter. Passt. Ja. Also, es ist schon lange, dieses Let's Play geht schon wirklich sehr lange. Schon mittlerweile die was sind das, 43er Stufe, Wahnsinn. Schon mittlerweile die 56. Folge, also wirklich unglaublich. Teleportieren. Nutze ich gleich. Da muss ich hin und da reise ich auch hin. So, tschüss. So, und jetzt gebe ich das ab und dann mache ich weiter anderes Zeugs. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Ruf mehr bekommen. Ja, ja, da, hallo Arisel. Da ist ja Arisel, der Schnee. Ja, ja, Lieferung an die Adelhändler. Glänzende Schuppen. Wunderschöne glänzende Schuppen von hoher Qualität. Herrlich. Im Namen der Adelhändler danke ich dir. Na gerne. Boah. Wieder 200 Rufen dazu und oh, 104.000 Erfahrungspunkte und ein bisschen mehr. Wahnsinn. Das ist super. Liefern. Super. Ich verstehe. Basta, Shooter, super. Sie hat noch was für mich. Passt. Fertigkeitspunkte erhalten. Aber ich mache jetzt bei dieser Adelhändlerin nicht weiter. Ich habe schon 400 Ruf dazu bekommen. Das reicht vorerst mal. So, dann werde ich mal schauen. Ich habe aber eine neue Rüstung bekommen. Zum Beispiel Beine. Ah, das ist aber nur für Priester, Maria. Das ist jetzt doof. Wir haben wirklich so viel mehr. Sekundäre Waffe. Die Kugel nehme ich mir. Verteidigung 8, Rüstwert 10. Verteidigung 12, Rüstwert 16. Anlegen. Neue Magiekugel, Leute. Ist das Wahnsinn?
Verteidigung, Handschuhe. Sonst habe ich ja eigentlich nichts wirklich Gutes. So. So. Wo ist der Händler? Keine Ahnung, wo der Händler schnell ist. Ich glaube, da drüben müsste er sein normalerweise. So. Wache irgendwo da ist. Ah, da drüben ist er. Na, bitte. So ein paar Sachen halt verkaufen, weil ich glaube, kaufen kann ich jetzt eh nichts dabei. Habe ich schon Geld? 36.000? Nö. Ehrlich gesagt, ich verkaufte nur die Sachen. Waffen, das weg. Sekundäre Waffe, die Magiekugel gehört weg. Ah, den Beinschutz nehme ich mir noch. Diverse Karten her. Ich werde mir den Beinschutz anlegen, den neuen. Ah, ja, den kann ich ja verkaufen. Ja, ja, den kann ich verkaufen, Leute. Ach, passt mir ja nicht, genau. So, Rüstung. Verblichener Beinschutz. Der muss leider Gottes weg. Ach so. Elixiere, Genesung. Ich kann nicht mehr entbehren, Leute. Selavia. So, meine Lieben. Ich werde jetzt weitermachen. Und schau mal, wo ich hinreisen kann. Weil ich habe da noch so viel vor in dem Spiel. Das ist schon Wahnsinn. Ja, es geht noch ein paar Minütchen in der Folge. Das passt. Da geht es ja noch ein bisschen was aus. Zumindest, dass ich mal wohin reise. So. Zum Bleistift. Was haben wir da? Schabikis Fischer. Ich mag nicht fischen. Aiden. Besiege den Pflanzenhüter und erhalte eine Trophäe. Soll ich? Da, da will ich hin. Verlorener Halsschmuck. Ja, verlorener Halsschmuck. Ja, muss auch sein. Den Aiden machen wir später mal. Ja, ist so. So, ja. Wo ist da was? So, wo bin ich da? Was ist denn da drüben? Da ist ein Marker oder was? Ah, da ist es ja. Ein Halsschmuck. Für wen schnell? Halsschmuck. Suche den Besitzer des Smaragd-Halsschmucks. Was ist denn das? Für wen soll ich denn schnell besorgen? Sahara. Servus. Suchst du etwas? Suchst du etwas? Schau mal hier. Gucken kostet nichts. Weißt du, wem das gehört? Oh, das ist mein Smaragdhalsschmuck. Wo hast du den her? Ich habe den ganzen Tag den See abgesucht, konnte ihn aber nicht finden. Mit all dem Wasser, das ich geschöpft habe, hätte man noch einen weiteren See anlegen können. Ein Krokodil hatte ihn. Oh, dann kann ich wohl froh sein, dass ich nicht drauf gestoßen bin. Du meine Güte, dieser Halsschmuck war ein Geschenk meines Verlobten. Er starb im Kampf gegen die Knolle. Ich hätte nie gedacht, ihn jemals wiederzusehen. Vielen Dank, dass du ihn gefunden hast. Kein Problem. Oh. Suche den Besitzer. Ja, passt. Ich bin froh, dass ich ihn zurückbringen konnte. Jawohl. Ah, das war's. Super. Gut. Briefkasten habe ich nichts drin. Und dann war's das auch schon. So, jetzt gehe ich zu Aiden aus. Leute, ich gehe zu Aiden, aber dann in der nächsten Folge, Leute. Oh je. Ich gehe mal zum Teleporter und stelle mich da zum Aiden hin. Denn ich mache wieder was mit Aiden. Bossgegner! Hier, Leute. Ja, Bossgegner. Natürlich. Der Aiden hat eigentlich immer so. Ja, manchmal schwächere Bossgegner, manchmal stärkere Bossgegner. Nutzen. So, Aiden. Was ist da jetzt? Aiden, besiege den Stein C4, den habe ich schon gemacht einmal. Aiden, Wüstenflammenriesen. Somit hierher. Teleporten! Super. Entschuldigung, Leute, unglaublich. So, dann machen wir das. Wo ist der Aiden? Alter, Aiden, du Sack. So, bin ich da richtig jetzt? Da unten. Nein, da drüben. Aiden. So, aber das in der nächsten Folge, würde ich ja mal sagen, ja. Und eine Folge, glaube ich, geht sie nachher noch raus. In dieser Aufnahmesitzung, sage ich mal so. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bis dahin, macht's das gut. Game over und ciao.